Wir haben jetzt noch einen kleinen Film vorbereitet zum Thema Finanzen. Hier im Rathaus wird sie beschlossen, die Finanzplanung der Stadt Nürnberg. Ein großes Thema dabei, die riesige Verschuldung. Knapp 1,4 Milliarden Euro sind das aktuell. Damit ist Nürnberg die Großstadt in ganz Bayern mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung. Umgerechnet knapp 2.500 Euro pro Einwohner. Und es werden mehr. Auch für dieses Jahr ist im Haushalt wieder eine Netto-Neuverschuldung von über 40 Millionen Euro geplant. Daher die erste Frage, wie sollen wir mit der Verschuldung umgehen? Sollte der Schuldenabbau höher auf der Agenda stehen? Ja, auch die Frage möchte ich einfach mal zur Diskussion in den Raum stellen. Wie soll denn eurer Meinung nach, Titus, fang vielleicht du mal an, der Schuldenabbau in Nürnberg gehandhabt werden? Ja, man muss ja das genau betrachten. Und wenn man es genau betrachtet, hat man auf der einen Seite Schulden. Aber es ist ja nicht so, dass das Geld in den letzten Jahren einfach verbrannt wurde, sondern es wurden ja auch neue Schulgebäude geschaffen, es wurde neue Infrastruktur geschaffen. Und das sind ja Werte, die entstanden sind. Also von daher, die stehen dem ja gegenüber. Von daher klingt die Verschuldung erstmal sehr hoch. Aber es ist ja so, dass auf der anderen Seite dem ja auch etwas gegenübersteht. Das muss man zur ehrlichen Betrachtung eben hinzufügen. Sonst denkt man, oh Gott, was ist denn da los? Die Frage, die sich vielmehr stellt, ist, für was geben wir Geld aus? Was sind denn wirklich die Werte, was ist die öffentliche Infrastruktur, die wir für die Zukunft brauchen? Und ich glaube, dass zum Beispiel der Ausbau des Frankenschnellwegs kreuzungsfrei mit riesen Tunnelanlagen und so weiter, dass das nicht die Infrastruktur der Zukunft ist, dass es eine Fehlinvestition ist und dass es viel schlauer wäre, den öffentlichen Nahverkehr damit auszubauen, weil das eine Infrastruktur ist, die in der Zukunft mehr Wert haben wird als ein kreuzungsfreier Frankenschnellweg. Und das sind Fragen, mit denen sich der Stadtrat beschäftigen muss. Und ich hoffe, dass es da auch andere Mehrheiten in der Zukunft gibt, die ein bisschen weiter in die Zukunft schauen und nicht Projekte aus dem vergangenen Jahrtausend verfolgen. Und gerade hinsichtlich Schuldenabbau vielleicht auch, wie kann es denn ermöglicht werden, dass Nürnberg einfach jetzt über die Jahre weniger Schulden hat? Naja, das ist die Frage, wie die öffentlichen Einnahmen sind. So, das hat was mit der Frage zu tun, wie die Steuereinnahmen sind, aber vor allem auch, wie die Mittelzuweisungen der Staatsregierung sind. Wir haben insgesamt in Deutschland das Problem, dass die Kommunen oftmals viele Aufgaben übergeben bekommen und auf der anderen Seite halt die Zuschüsse von Bund und Land nicht in dem Maße mitwachsen. Und das ist ein großes Problem. Wir haben insgesamt eine Unterfinanzierung der Kommunen in Deutschland und darunter leidet auch Nürnberg. Von daher brauchen wir mehr Geld. Und im Prinzip ist das Geld auch da in Deutschland. Man muss es sich halt bei denen holen, die Geld haben. Deswegen kämpfen wir als Linke dafür, dass die Vermögenssteuer eingeführt wird oder wieder erhoben wird und dass die Reichen in diesem Land auch mehr wieder beitragen und zahlen. Ich glaube, das ist notwendig. Das kommt am Ende den Menschen vor Ort auch zugute. Wovor ich halt warne, ist sozusagen, ja, wir sparen jetzt und sparen und am Ende haben wir nur noch kaputte Brücken, am Ende haben wir nur noch schlechte Schulhäuser, am Ende haben wir keinen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Ich glaube, das wäre etwas, was uns am Ende mehr kosten würde, als was wir jetzt uns dann vielleicht durch die eine oder andere Sache sparen würden. Also die Frage ist eher, wofür geben wir Geld aus? Und da gibt es sicherlich auch, und das muss man natürlich sagen, gibt es auch Projekte, die man sich sparen kann. Ja, wo man sagen kann, nee, das Geld muss jetzt nicht sein. Also, das muss man aber von Fall zu Fall betrachten. Frankenschnellweg ist aus unserer Sicht so ein Punkt, wo man sagt, nee, das ist jetzt nicht die Zukunftsinvestition, die wir brauchen, sondern wir brauchen andere Dinge, wie zum Beispiel Ausbau des Radwegenetzes, des Wohnungsbaus, des Sozialen oder halt des öffentlichen Nahverkehrs. Daniel, wie siehst du denn das Ganze? Kannst du das ergänzen? Stimmst du dem zu oder widersprichst du dem? Thema Frankenschnellweg sehe ich persönlich anders. Es geht hier nicht nur darum, quasi den täglichen Ärger von vielen, vielen Autofahrern zu reduzieren, sondern es geht auch darum, zwei Stadtteile zu verbinden. Da soll Gostenhof und Sündersbühl verbunden werden. Da sollen auch oben Parks und Grünflächen entstehen, auch Spielplätze für Kinder. Ich glaube, das ist ein Riesenprojekt, das wir endlich angehen müssen. Und ich finde es schade, dass eine Person dieses große Projekt noch blockieren kann und dadurch jeden Tag sehr, sehr viele Pendlerinnen und Pendler im Stau stehen. Zu dem Thema Schulden an sich. Klar, wir müssen investieren in Bildung. Wir müssen schauen, dass Schulgebäude jetzt auch saniert werden und auch neu gebaut werden. Da müssen wir die Zeit der Niedrigzinspolitik nutzen. Aber irgendwann werden die Zinsen auch wieder steigen. Und ich mache mir schon Sorgen, dass wir da
der jungen Generation etwas aufbürden, was die dann am Ende ausbaden muss. Ich finde, wir sollten nicht Jahr für Jahr 40 Millionen oder mehr Netto-Neuverschuldung machen oder haben. Jetzt gerade noch mal zum Thema die junge Generation und vielleicht auch mit Rückblick auf vorhin das Thema neue Universität. Wie seht ihr das? Hat Nürnberg in euren Augen tendenziell zu viele Studierende bzw. zu wenig Auszubildende? Wäre es vielleicht auch auf kommunaler Ebene ein Gedanke, Ausbildungen attraktiver zu machen? Also ich finde es immer total schade, wenn irgendwie Studierende und Azubis gegeneinander aufgewogen werden. Also es tut mir schrecklich leid, dass ich studiere. So, das finde ich schade. Also natürlich ist das Handwerk was gefördert werden muss. Wir haben einen Mangel, aber ich finde jetzt nicht, dass man irgendwie sagen muss, oh mein Gott, wir haben so viele Studierende, wir dürfen jetzt auch keine Uni bauen, sondern ich finde, es muss einfach was sein, was parallel stattfindet. Ne? Studierende sind auch Leute, die nebenbei arbeiten, Studierende sind engagiert, Studierende tragen was bei zur Stadtgesellschaft und genauso machen das Azubis. Ne? Deswegen finde ich, dass das einfach eine Gruppe junger Menschen ist, die man alle gleichwertig unterstützen muss und jetzt nicht irgendwie eins besser oder mehr gefördert werden muss als das andere. Die Frage diente jetzt natürlich gar nicht dazu, in irgendeiner Art und Weise Studierende schlecht zu machen. Es ging eben nur mehr darum, dass sehr viele Schülerinnen und Schüler sich nach ihrem Schulabschluss entscheiden, an die Uni zu gehen. Und sehr viele von den Studierenden natürlich auch im Laufe des Studiums merken, es ist gar nicht das Richtige für mich und dann umsteigen auf Ausbildungen. Und da war eben die Frage, ob es sich vielleicht auch auf kommunaler Ebene lohnen würde, mehr an dem Image von Ausbildungen an sich zu arbeiten, um vielleicht junge Menschen mehr zu motivieren, sich den Gang zur Universität nochmal zu überlegen. Dass junge Menschen immer mehr auf Universitäten gehen, hat ja auch einen Grund. Also umso mehr Leute ein Abitur machen und Abschlüsse entwerten sich einfach nach und nach, umso mehr das Bildungsniveau steigt. Das ist einfach so. Deswegen gehen immer mehr junge Menschen auf die Universität. Also wir haben jetzt ungefähr ein Drittel eines Jahrgangs geht auf eine Uni. Und das finde ich jetzt auch erstmal nichts Schlechtes. Ne? Und Uni heißt ja auch irgendwie, für mich auch Fachhochschule, Fachabitur und dann eben auf der FH weiter studieren. Das ist ja auch eine praktische Ausbildung. Und ich weiß gerade nicht, natürlich kann man irgendwie Konzepte erarbeiten, Beratungsprogramme erarbeiten, junge Menschen irgendwie auf ihrem Berufsweg da irgendwie das zu erleichtern, den Einstieg, den richtigen Weg für sich zu finden. Ausbildungen bei der Stadt sind natürlich auch immer was stattfindet und was auch begehrte Ausbildungsplätze sind. Mit der IHK arbeitet die Stadt häufig zusammen. Also natürlich kann man da irgendwie mehr Beratungsangebote, mehr Werbung dafür machen. Das ist natürlich möglich. Aber ich würde das jetzt erstmal, also diese Gesellschaftsentwicklung nicht unbedingt negativ sehen. Mhm. Paul, wie siehst du denn das Ganze? Besteht deiner Meinung nach Förderungsbedarf für Ausbildungen? Ich finde, der Ruf der Ausbildung ist so ein bisschen in die Versenkung gerückt. So eine Ausbildung, ich habe selber eine Ausbildung gemacht, ist erstmal ein wichtiges Handwerk, das man erlernt und dadurch auch irgendwie reift. So täglich aufzustehen, einen gewissen Tagesablauf zu haben, zu wissen, wie gehe ich mit meinem Geld um, das ist schon wichtig. Und ich denke, zur Persönlichkeitsentwicklung gehört das auch dazu. Was natürlich dazu gehört, wenn man eine Ausbildung macht, braucht man natürlich und nach Nürnberg will, braucht man natürlich auch eine Wohnung und am besten auch einen öffentlichen Nahverkehr, der da ist, der einen von A nach B bringt. Und das bringt halt nichts, wenn wenn Nürnberg als Stadt zwar da ist und attraktiv wirkt, aber du kannst dir das nicht leisten. Von daher muss man das so sehen, dass sowohl der Arbeitsplatz als auch die Wohnung und auch das Umfeld Erholungsorte in einer Region sind, die man eventuell mit dem Fahrrad, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichen kann. Und das sollte auch unser Ziel sein und das ist auch unser Anspruch von den Grünen, dass wir halt schnell vor Ort sein können. Relativ klar, schon aus meiner eigenen Biografie heraus, ich habe eine Ausbildung gemacht als Orthopädietechniker, also im Handwerk. Und natürlich kann die Stadt Nürnberg auch einiges tun, um Ausbildungsplätze attraktiv zu machen. Man ist ja einer der größten Arbeitgeber und man kann natürlich auch da die Ausbildungen attraktiv gestalten und auch an dem Image arbeiten, weil
Fakt ist, dass die Menschen gebraucht werden mit entsprechenden Ausbildungen, egal ob in der Pflege. Nürnberg hat Europas größtes kommunales Klinikum. So, das sind natürlich Dinge, die man auch attraktiv gestalten muss. Wovor ich warnen will, ist, dass man ein Studium gegen eine Ausbildung stellt oder so. Was wir brauchen, ist, dass junge Menschen die Wahlmöglichkeit haben und für sich persönlich den richtigen Weg finden. Aber natürlich ist es so, dass viel über Universitäten gesprochen wird, so, aber wir auch massenweise Ausbildungsplätze in Nürnberg haben. Und da muss man natürlich schon manchmal schauen, haben wir da auch wirklich den Blick drauf? Wie geht es denn den Auszubildenden hier? Haben sie auch die Aufmerksamkeit, den wir den Universitäten schenken? Und von daher ist die Frage durchaus berechtigt. Ich kann nur dafür werben, Ausbildungen sind super, aus meiner eigenen Erfahrung. Man kann sich auch danach noch weiterentwickeln. Man verdient sein eigenes Geld, oftmals zu wenig. Von daher empfiehlt es sich, Mitglied einer Gewerkschaftsjugend zu sein. So, und eben, wir müssen dafür sorgen, dass eben auch Ausbildungen entsprechend vergütet werden oder die Aufwandsentschädigung entsprechend hoch ist. Ja. Wir sind jetzt über das Thema Finanzen ein bisschen sehr zu ganz vielen anderen Themen gekommen und wir könnten hier, glaube ich, noch den ganzen Abend sitzen und über ganz viele diverse junge Themen sprechen, aber wir haben nicht mehr den ganzen Abend Zeit und damit würde ich den Block Finanzen jetzt auch abschließen. Das war auch der letzte Block, wir haben aber noch ein kleines Spiel für euch vorbereitet, um das Ganze, um den ganzen Abend noch ein bisschen abzuschließen. Und zwar bekommt ihr jetzt alle so tolle Karten hier. So kleine Polizeikellen, einmal mit Rot und einmal mit Grün. Grün steht in diesem Fall für Ja, ich stimme zu. Und Rot steht in diesem Fall für Nein, ich stimme nicht zu. Es kann nichts mit irgendeiner politischen Orientierung zu tun. Wir haben die Farben einfach so gewählt. Ich gebe das hier gleich mal weiter. Das Konzept ist simpel, habe ich ja gerade erklärt. Ich glaube, es wird ganz lustig. Wenn es eins gibt, was Politikerinnen und Politiker lieben, dann ist es, sich auf Ja-Nein-Fragen reduzieren zu lassen und nichts weiter dazu sagen zu dürfen. Deswegen haben wir 10 Fragen vorbereitet, die teilweise schon so in der kurzen Einführung von den Fragen der Jugendlichen und Jugendlichen, die Fragen der Jugendlichen haben ein bisschen was damit zu tun. Wir haben aber auch einfach das Ganze als Abschluss des heutigen Abends sozusagen gesehen. Also da werden nochmal die Themen, die wir heute besprochen haben, aufgefasst. Und kann sein, dass sich ein bisschen was doppelt, aber das Ganze machen wir jetzt in Ja-Nein-Form. Haben alle das Konzept verstanden? Ist, glaube ich, recht einfach. Gut. Nürnberg sollte Kulturhauptstadt 2025 werden. Dr. Ulrich Mali war ein sehr guter Oberbürgermeister. Ich bin für eine autofreie Nürnberger Innenstadt. In der Nürnberger Innenstadt sollte es eine Umweltzone geben. In Nürnberg sollte es einen Mietendeckel geben, ähnlich wie zu dem in Berlin. Ich bin glücklich mit dem, was meine Partei auf Bundesebene macht. Bau des Radschnellwegs, ja oder nein? Kommen wir zurück zum Thema Finanzen. Nürnberg sollte eine eigene schwarze Null einführen. Dann eine etwas gewagte Frage. Kommt für euch eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene in Frage? Das ist recht eindeutig. Und um den Abend abzuschließen, noch eine kurze Frage. Brauchen wir eine Frauenquote in der Kommunalpolitik? Damit sind wir zum Schluss unserer Sendung gekommen, zum Schluss unserer Talkrunde. Vielen Dank an Daniel, vielen Dank an Linda, vielen Dank an Paul und vielen Dank an Titus, dass ihr hier bei uns wart. Wir verabschieden uns jetzt bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern und sehen uns hoffentlich in der nächsten Ausgabe von Polaris wieder. Tschüss.